Wade Wilson, besser bekannt als The Merc with a Mouth, namens Deadpool, ist einer der gleichzeitig witzigsten als auch beliebtesten Marvel-Charaktere. Nicht zuletzt wegen seiner sehr starken Anti-Helden-Haltung und dem für ihn im Comic-Universum fast einzigartigen Bewusstsein, dass er eben nur eine fiktive Figur in einem Unterhaltungsmedium ist. Dafür ist er bekannt, für das Durchbrechen der vierten Wand. Doch wer ist Wade Wilson? Was macht ihn als Charakter wirklich aus? Weshalb ist so durchgeknallt und weshalb ist genau diese Konstellation aus Wahnsinn und Kaltblütigkeit so unfassbar unterhaltsam? Ich bin Luke und heute habe ich in Academy eine Charaktervorstellung von Marvels Deadpool für euch im Gepäck. Enjoy! Über Wades frühes Leben ist wenig bekannt. In den Comics und Cartoons stellt Deadpool oftmals die verschiedensten Origin-Stories für sich selbst zusammen. Origin-Story-Time! Yeah! Ever since I can remember, I've always been a fighter. How am I in your origin story? Don't question greatness. Das macht bei einem Charakter, der weiß, dass er fiktiv ist, auch vollkommen Sinn. Ihm ist ja absolut bewusst, dass sein Leben erst dann startete, als er zum ersten Mal gezeichnet wurde. Also im Comic New Mutants Nummer 98 aus dem Jahr 1991. Dort war er noch ein bierernster, bis an die Zähne bewaffneter Schurke, der quasi das entartete Gegenstück zu Wolverine sein sollte. Auch von den Fähigkeiten her. Erst in den Folgejahren tauchte er als sarkastischer Anti-Held immer mal wieder in der X-Men-Nebenserie X-Factor auf. Und das ist nicht das, ne, wo man seine Talente zeigt oder zaubert oder pupst oder Brüste, Melonen, sowas. Nein. 1997 startete dann der Comicautor Joe Kelly die erste Deadpool-Serie und gestaltete quasi den Deadpool, den wir heute kennen. Diese Comics waren als Actionkomödien angelegt. Der Wortwitz war angelehnt an den ebenfalls sehr vorlauten Spider-Man und Deadpool kommentierte darin die absichtlich sehr überzeichneten Geschehnisse mit dem Durchbrechen der vierten Wand. Das war gerade in den Kinoblockbustern dieser Zeit, wie zum Beispiel Wayne's World oder George of the Jungle, ein sehr beliebtes Mittel im Comic. Die von Marvel offiziell bestätigte Geschichte beschreibt die Kindheit des kanadischen Auftragskillers als sehr hart. Die Mutter stirbt sehr früh an Krebs und der beim Militär tätige Vater misshandelte den kleinen Wade Winston Wilson. In seinen Teenagerjahren wurde Wade dann zum Draufgänger und Kleinkriminellen. Als sein Vater ihn in einer Nacht dann aus einem Club zerren will, stiehlt einer von Wades Begleitern dem Vater die Waffe aus dem Holster und tötet diesen. Daraufhin geht Wade kurzzeitig zum Militär und genießt eine Ausbildung, bricht seinen Dienst jedoch ab und startete am Ende seiner Teenagerjahre bereits eine Karriere als Söldner-Auftragskiller. Seine so ziemlich einzige Regel? Nur Menschen töten, die es in seinen Augen auch verdient haben zu sterben. Used to be the same. I bet you have a little angel on your shoulder telling you unaliving someone is bad. Bat Shield Brainwashing 101. You wanna earn the big bucks? Ditch the rules for once. Er hat sich dabei auch oft der plastischen Chirurgie zugewandt, um eine neue Identität anzunehmen, wenn einmal ein Auftrag in die Hose ging. Ähnlich wie Wolverine tigerte er dann sehr viel um die Welt und hatte Aufträge in Marokko, Teilen von Südasien und schlussendlich auch in Japan, wo er jahrelang einen Sumo-Wrestling-Ring infiltrierte, um dann diesen Boss davon zu töten. Allerdings verliebte er sich in dieser Zeit in die Tochter seines Ziels und lehnte schlussendlich den Auftrag wieder ab, bevor er in die USA umsiedelte. Dort traf er dann auf die jugendliche Prostituierte Vanessa Carlyle. Zusammen träumten sie von einem besseren Leben, einer besseren Welt. Er ging seinem Beruf weiter nach und wurde irgendwann dann angeheuert, eine blinde britische Agentin namens Althea, auch bekannt als Blind Al, zu töten. Er brachte jeden Einzelnen in der Basis von Blind Al um, außer sie selbst, da sie noch rechtzeitig fliehen konnte. Erzürnt über diesen Misserfolg nahm seine Auftraggeber dann Vanessa ins Ziel. Parallel dazu wurde Wade mit Krebs diagnostiziert. Um seiner großen Liebe Vanessa nicht zur Last zu fallen, trennte er sich dann von ihr und trat dann zurück in Kanada, dem Department K bei. Dies war ein Regierungszweig, der sich speziell mit supermenschlichen Fähigkeiten beschäftigte. Ihr Unterprogramm Weapon X versprach Wade Hoffnung, den Krebs zu besiegen. Wilson wurde zum Testobjekt dieses Programms und tatsächlich wurde sein Krebs zunächst augenscheinlich gestoppt, indem er die Mutation von einem anderen Weapon X-Objekt, dem Wolverine,
erhielt. Also den Heilfaktor. Ab dann war er Teil des Weapon X-Teams mit unter anderem den Cyborgs Kane und Slayback und den nahezu unverwundbaren Sluggo. Aufgrund von Wilsons schon immer mental leicht instabilen Natur bringt er auf einer Mission allerdings einen seiner Begleiter um, worauf er in das Hospiz geschickt wird. Angeblich einem Ort, an dem die gescheiterten supermenschlichen Testobjekte behandelt werden. Allerdings wurde dieser Ort von dem Leiter des Instituts Dr. Kilbrew und seinen sadistischen Assistenten Ajax ohne Wissen der kanadischen Regierung missbraucht. If this doesn't unlock your mutation, then well, nothing will. Now what we're gonna do is lower the oxygen concentration in the air to the exact point you feel like you're suffocating. If your brainwaves slow, meaning you're about to pass out, then we'll turn up the O2. If your heart rate slows, meaning you're able to catch your breath, we'll turn it back down. And that's where we'll leave you. Right there. Oh, I thought you guys were dicks before. Sie führten grauenvolle Experimente an den mutierten Insassen des Hospizes durch. Die Patienten führten sogar eine Art Wettbüro mit dem Jackpot, dem sogenannten Deadpool, wo sie Geld auf das Überleben ihrer Mitinsassen setzten. Also wie lange jeder überlebt. Durch Stunden um Stunden an Folter und widerwärtigen Experimenten verabschiedete sich langsam aber sicher auch das letzte bisschen von Wales Verstand. Dennoch konnte er durch seinen besonderen sarkastischen Humor den Respekt der anderen Patienten im Hospiz gewinnen. Außerdem gelangt er in einen mentalen Zustand, in dem er die kosmische Entität Death sehen kann und sich unsterblich in sie verliebt, also in den Tod selbst. Kochend vor Wut durch Wilsons anhaltendes Verhöhnen lobotomiert Ajax einen von Wilsons engsten Freunden im Hospiz, woraufhin Wade durch anhaltendes Zuflüstern des Todes selbst dann diesen Freund wiederum endgültig von seinem Leid erlöst und tötet. Nach den Regeln von Dr. Kilbrew wird jeder Mord im Hospiz mit dem Tode bestraft. Diese Exekution wird dann durch Ajax durchgeführt, der Wades noch pochendes Herz herausreißt. Der Schmerz und der Wunsch nach Rache kickstartete dann aber den Heilfaktor, der ihm ursprünglich ja nur zum Besiegen des Krebses eingepflanzt wurde, und sein Körper ließ sich mal ebenso direkt ein neues Herz wachsen, aber ließ seine Haut mit den Narben der Folter und Tumorgewebe bestehen. Er attackierte Ajax, ließ ihn zum Sterben zurück und floh mit seinen befreundeten Hospizinsassen. Zu diesem Zeitpunkt nahm er den Namen Deadpool an, da er ironischerweise der einzige auf der Liste war, der niemals sterben würde. Put all my money on you and now I just realize I'm never gonna win the Deadpool. Captain Deadpool. No, just Deadpool. Er legte sich ein passendes Kostüm zu und verfolgte als unsterblicher und absolut wahnsinniger Merc with the Mouth weiterhin Auftragsmorde. In den folgenden Jahren konnte er ebenfalls Blind Al wiederfinden und gefangen. Jeder Fluchtversuch endete nur im Tod derer, die ihr halfen, weshalb sie irgendwann einfach aufgab und sich der Gefangenschaft als seine Haushälterin hingab. Screw, please. Here? Now? Just kidding. I know it's been decades. You'd be surprised. I'm pretty grossed out. Und da sind wir im Grunde schon bei dem Deadpool, den wir kennen. Durchgeknallt, brutal, unsterblich und sich absolut bewusst, dass er nur ein Teil eines Unterhaltungsmediums ist. Oh, hello. I know, right? Whose balls did I have to fondle to get my very own movie? Der Deadpool-Film und dessen Sequel greifen diese Story grob wieder auf. Ryan Reynolds, der seit mehr als 10 Jahren am Skript zu diesem Deadpool-Film gearbeitet hat und selbst ein riesiger Fan ist, ehrt und würdigt die Comicvorlage so akkurat und ausgiebig, dass man sich keinen besseren für die Rolle überhaupt vorstellen könnte. That does it! Oh! Oh, oh. Canada! That's not good. Wade, please. Cockshot! Oh, your poor wife. You really should stop. All the dinosaurs feared the T-Rex. Inhaltlich trifft der Film genau den Punkt und nach Reynolds Aussage können wir uns auch noch auf Deadpool 76 mit ihm in der Hauptrolle als uralter, im Altenheim sitzender Assassine freuen. Wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, seht ihn euch unbedingt an und schaut auch mal in die Comics rein. Deadpool ist ein Gesamtkunstwerk, ausgenommen dem X-Men Origins Wolverine Deadpool, und ist so ziemlich der menschlichste Marvel-Held, den es da draußen gibt. Egoistisch, nur an Geld orientiert und nimmt sich selbst absolut nicht ernst. Oh, oh. Do you like what you see? No. You look like an avocado. Had sex with an older, more disgusting avocado. Yeah. Not gently, like it was hate fucking.
Your face is the stuff of nightmares. Like a testicle with teeth. You will die alone. If you could die. Ideally. For others' sake. That'll do. Er lässt sich einfach von seinen Gefühlen leiten und passt seine Moral dem Moment flexibel an. Er ist nebenbei auch der toleranteste Held von allen. So kennt er keine Grenzen vor Geschlecht. Oh, please. Oh, God. I'm so sorry. This is confusing. Is it sexist to hit you? Is it more sexist to not hit you? I mean, the line gets real blurry. Oder dem ethnischen Hintergrund. This is no way to win Gita's heart back. I'm so proud of you. Drop Bandu off, safe and gentle-like. Kill him. And then win Gita back. The old-fashioned way with your boyish charm. Kidnap her. Er betrachtet das Medium, in dem er auftaucht, genau aus den gleichen Augen, wie wir, die es in diesem Moment konsumieren. Das macht Deadpool so relatable. Er zeigt auf, was uns auch auffällt und macht sich genauso darüber lustig, wie wir es tun würden. Let us go talk to the professor. McAvoy or Stewart, these timelines are so confusing. Deadpool ist die perfekte Brücke zwischen einem echten Menschen und dem Comicbuchhelden. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen und ihr habt etwas dazugelernt. Schreibt mir doch mal eure Lieblingscharaktere aus Film, Comic, Anime, Manga und Fernsehen, zu denen ich auch mal so eine Charaktervorstellung machen soll, in die Kommentare. Oder wählt einfach eine aus diesen in dieser Umfrage hier oben. Raus. Hier in der Mitte könnt ihr jetzt den Kanal abonnieren, um genau das nicht zu verpassen. Und hier links und rechts findet ihr jetzt noch zwei weitere Videos von mir. Wir sehen uns das nächste Mal. Rin gehauen.